Bevor es mit großen Schritten Richtung Finale geht, müssen die Helden Frank Rosin erst einmal mit den Basics überzeugen. Wir beginnen heute mit der ersten Aufgabe. Schneidetechniken. Weil es ganz, ganz wichtig ist, dass wenn im Rezept steht, die Kartoffel möchte ich gerne in Julienne geschnitten haben oder in Brunoise oder in Parisienne-Form, dass das eingehalten wird. Deswegen gibt es jetzt erst einmal eine kleine Lehrstunde zum Thema Schneidetechnik. Julienne bedeutet feinste Streifen. Brunoise heißt feinste Würfel. Okay. Und wenn ich sage Pariser Kartoffeln, dann möchte ich von euch Kartoffeln rund ausgestochen. Gleiche Streifen, gleiche Würfel, keine Ahnung was. Nur das erstmal so hinzubekommen. Vorher hat man einfach nur geschnitten, da hat man nie so drauf geachtet, ob man jetzt es ordentlich schneidet oder wie es genau wird. Und hier lernt man einfach viel mehr Sachen. Dann habt ihr jetzt 25 Minuten, um jeweils eine Handvoll Julienne, eine Handvoll Brunoise und eine Handvoll Pariser Kartoffeln herzustellen. Das ist aber egal. Also können wir Möhre, Kartoffeln, Zwiebeln nehmen, alles. Karotte, Kartoffel, Zwiebeln, das ist mir egal. Okay. Alles klar. Viel Erfolg. Kaum gestartet, schon droht Pia an der gewürfelten Karotte zu verzweifeln. Das hier ist echt scheiße, das. Das muss ich echt noch lernen, ja. Zu Hause, weißt du, machst du das locker easy und dann hast du die Aufgabe und dann läuft das einfach schief. Was machst du da jetzt? Brunoise. Hast du gerade nicht zugeguckt, wie ich das mache? Ich verpeile das immer wieder mit der Messertechnik irgendwie. Deswegen wollte ich auch noch zu Hause noch mal üben. Das fällt dir jetzt ein. Im Gegensatz zu Pia stellen sich die anderen recht geschickt an. Neben der richtigen Technik geht es aber auch um das Verständnis. André? Hm? Warum müssen alle Gemüseteile gleich groß sein? Dass man immer die gleiche Garstufe hat. Damit nicht eins roh ist und das andere weich ist, oder? Richtig. Ich hasse es, so zu schneiden. Das sieht immer so leicht aus bei denen, ne? Ja, er macht es ja auch schon ewig. Ja, ja. Dominik ist den anderen etwas voraus. Er hat bereits eine Ausbildung zum Beikoch. Also die Schnitttechniken, die habe ich ja schon mal in der Ausbildung gelernt. Ich hoffe, dass ich da jetzt mal punkten kann und ja. Dieses Wissen konnte Dominik nicht immer abrufen. Was denn? Hä? Da bin ich bekloppt. Scheiße. Der Dominik war so nah dran. So nah dran. Lief so gut durch. Und jetzt macht er diesen krassen Fehler. Während Brian, Pia, Dominik und André in der Heldenküche schwitzen, muss auch Mitstreiterin Kascha ran. Quarantänebedingt in ihrer eigenen Küche. Jetzt schaue ich mir mal an, wie Kascha das macht. Ich suche ganz den Streifen zu schneiden. Ein Messer spinnt ein bisschen. Ich bin gerade scharf genug. Gut. Feine Gemüse. Sieht eigentlich ganz gut aus. 10 Sekunden, 9, 6, 3, 2, 1. Stopp, alles fallen lassen. So. Wie findest du deine Arbeit? Ich finde die eigentlich ganz gut. Stimmt, hast du recht. Ja. Ist wirklich gut. Gute Kugeln. Sehr gute Brunoise, schöne Julienne, sehr gute Zwiebeln, sehr gut gemacht. Danke. Ich war auf jeden Fall erleichtert und ja, mich gefreut. Was ist das hier? Damit kann ich vielleicht einen Soßenansatz machen. Einen groben Soßenansatz. Eine grobe Fleischbrühe oder so. Dann ist das irgendwie so mein Mirepoix, also mein Röstgemüse. Okay. Aber das hat nichts mit Brunoise oder das hat auch nichts mit Julienne zu tun. Zu dick alles. Ja. Okay. Das Gemüse von Dominik und von mir, also das war wirklich wie
Tag und Nacht der Unterschied, ne? So. Brunoise, Julienne, Pariser Kartoffeln, alles gut. Diszipliniertes Arbeiten liegt mir ganz gut. Ne? Generell, wenn ich anfange zu arbeiten, dann bin ich eigentlich immer recht sorgfältig und ordentlich. Brian ist im Heim aufgewachsen, war viele Jahre drogenabhängig und musste eine Therapie machen. Seine Vergangenheit will er jetzt hinter sich lassen. Andreo, deine Kugeln sind Halbkugeln. Viel zu große Fläche oben, ne? Mhm. Die Julienne etwas zu ungenau. Ich weiß, dass es bei mir nicht perfekt ist, aber ich habe mir die Mühe gegeben, die ich konnte, und der Rest ist halt Übung. Und wenn man mehr Routine kriegt, dann wird es auch besser. Die Arbeit am besten verrichtet hat Dominik. Danke. Das ist nahezu perfekt. Danke. Und wer die Aufgabe am schlechtesten verrichtet hat, ist Pia. Ich übe auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber trotzdem nehme ich das in meine allgemeine Finalbewertung mit auf. Wir haben nur noch ein paar Tage bis zum großen Finale. Wenn es sich entscheidet, wer einen Job in der Spitzengastronomie bekommt. Und das heißt für mich auch jetzt genau Maß nehmen und hingucken, weil auch ich muss mich ja entscheiden. Auch die persönliche Entwicklung der Kochanfänger spielt eine große Rolle. Das Gespräch darüber soll aber ganz anders verlaufen als gedacht. Ich habe jemanden hier. Hallo. 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 Von Anfang an war das hier extrem emotional. Ich kann mich erinnern, dass wir in den ersten Wochen und Tagen, speziell ihr auch, ganz anders miteinander umgegangen seid als jetzt. Deine arrogante Ader kotzt mich gerade an. Was für arrogant? Nur weil du keinen Bock darauf hast, hier, Alter. Das ist für mich. Wir müssen nur drei schicken. Nur drei? Drei Teller pro Team. Ja, wo siehst du wieder Problem, sag endlich. Ja, guck mal, wie die scheiß Mülltüte da hängt. Ey, ich will da rein, kippt, keiner macht Platz. Irgendwann flippt man aus. Na, ey, du Idiot. Und vielleicht kannst du mal, Pia, anhand eines Beispiels einer deiner Heldenkollegen sagen, wie das vorher war und wie es jetzt ist. Der eine oder andere hat auf den anderen geschissen, auf Deutsch gesagt. Und jetzt sind wir alle irgendwie so zusammengeschweißt, arbeiten zusammen und haben auch den gewissen Respekt gegenüber. Kascha, was sagst du denn? Du und Pia, ihr hattet am Anfang ja auch eure Auseinandersetzungen. Vielleicht kannst du mir das damit mal erklären. Ja, mit Pia vom Anfang habe ich schon zuerst war spaßig, dann war ein bisschen schwierige Momente, weil Pia war oft zu spät und ich muss immer nicht beschimpfen, aber muss ich immer was sagen, dass mir gefällt das nicht. Klar bin ich ein paar Mal am Anfang zu spät gekommen, aber was hat das mit dir zu tun? Weißt du, du guckst immer irgendwie suchst du krampfhaft irgendwie nach was Negativem bei mir. Ich wollte nur einfach sagen, dass Pia hat sich positiv umgewickelt hat und dann wahrscheinlich Pia hat das falsch verstanden, hat das als eine Attacke genommen und sofort kommt bam, bam. Meine Entwicklung, sie soll erst mal auf ihre Entwicklung gucken. So, das hat mich aufgeregt, dass sie auf mich guckt, statt auf sich. Auch beim Ausflug zum Beispiel. Ich hatte gute Laune, wir hatten alle gute Laune. Und dann höre ich dich hinter mir sagen, wie du über mich sagst, was ich Miss Piggy bin. Miss Piggy. Siehst du, und das ist das. Ich verstehe nicht, warum du lügst. Ich bin auch ein guter Mensch. Ich muss mich aber nicht beleidigen lassen. Pia ist grundsätzlich ein Mensch, die mit Kritik sehr schlecht umgehen kann. Und dann in diesem haben die sich natürlich gegenseitig noch mal schön hochgeschaukelt. Und dann ging es natürlich los. Und es hat mir auch gezeigt, dass das immer noch und auch in Zukunft ein Thema ist, nämlich Kommunikation und die Respektsebene. Brauchst du Aufmerksamkeit oder brauchst du die genau. Sicher. Ich schwöre bei meine Kinder, das ist nicht gelogen. Und Kascha, deswegen habe ich auch keine Lust, mit dir zu reden. Ich lasse mir das nicht mehr gefallen. Entweder nimmt man mich, wie ich bin. Und wenn man mich nicht mag, wie ich bin, wie ich aussehe, soll man sich verpissen. Du willst die liebe Kascha hier herstellen. Ich weiß, du bist immer die Tolle. Dann Gott sei Dank kommt keine Träne. Ich war kurz vor Ausschalten, dieses Skype. Ich war so traurig und so enttäuscht, dass jemand kommt auf die Idee, sowas zu sagen. Genau. Ich übertreib nicht, Kascha, jetzt also, reicht's auch mal irgendwie. Es reicht, jetzt Kascha, mal, wirklich, jetzt reicht es. Es hört doch nie auf, oder? Ich hab doch Dominik, immer was warst du dabei? Ja, aber ich Pia. Du warst dabei, ja, ich war dabei, du hast es gehört. Pia,
die muss es auch auf eine Art egal sein, was andere Menschen über dich denken. Nein, aber wir sollen das doch gerade klären, diese Konfrontation, oder nicht? Ja. Damit wir in Zukunft zusammenarbeiten können, ohne dass es explodiert. Und jetzt verstehe ich nicht, dass sie nicht dazu steht. Ich weiß, dass ich ein paar Pfunde zu viel habe. Und mich verletzt sowas auch, wenn mir jemand das sagt. Aber ich arbeite ja daran. Warum muss ich mich rechtfertigen? Du musst dich nicht rechtfertigen. Musst auch nicht. Ja, warum soll ich mir unterstellen lassen, dass ich lüge, wenn ich schon auf meine Kinder schwöre? Ist doch scheißegal. Sowas zieh ich mir doch nicht aus dem Ärmel. Ist doch scheißegal, was sie über dich sagt. Ist doch Kindergarten, sich als 39-Jährige sich so zu benehmen. Was soll ich dazu sagen? Es hat nichts hier zu suchen. Also ich mische mich mal eben kurz ein. Das Thema ist Respekt. Ja. Und das ist das Schwierige an dieser ganzen Sache, denn eine Gruppendynamik bedarf einen guten Umgang. Ich sage mal so, es gibt Menschen, die sagen immer, die Wahrheit liegt in der Mitte. Und ich glaube, in diesem Konflikt gibt es nicht einen hundertprozentigen, der Recht hat und einen hundertprozentigen, der Unrecht hat, sondern ihr habt beide einen Beitrag dazu geleistet. Wenn ihr da nicht einen Rahmen des Umgangs findet, damit ich weiß, dass derjenige, der euch einen Ausbildungsplatz gibt, auch auf einer menschlichen, sicheren Seite ist bei euch, dann ist für euch einfach auch gegessen. Und Kascha bei dir genauso. Also, ich sage euch ganz klar, letzte Warnung, wenn das nochmal passiert, dann machen wir ohne euch weiter. Ciao. Tschüss. Ciao. Schweigen ist aber nicht Pias Ding. Die böse Pia hat jetzt wieder ihren Mund aufgemacht und die Welt geht unter. Oh mein Gott. Nein, sie hat Kritik ausgeübt. Sie hätte jetzt genauso sagen können zu Brian, ey Brian, du hast den ersten oder den zweiten Tag hast du verpennt. Ist richtig so, ist eine Veränderung, die Brian gemacht hat, eine negative Okay, vielleicht habe ich das falsch verstanden, Entschuldigung. Ja, du hast da nicht richtig zugehört und hast sie direkt angegriffen, was nicht geht. Ich war genervt von ihr, weil sie immer, wenn jemand konstruktive Kritik an sie ausübt, immer sich rechtfertigen muss, egal was man ihr sagt. Ich habe sie nicht angegriffen. Doch, ich habe ihr nur gesagt, noch mal, was du ich nicht hast das Thema aufgeübt, fand. Was eine Woche her ist, was ihr immer noch nicht geklärt habt. Ja, mit der kann man ja nicht reden. Tut mir leid. Ja, aber mit dir auch nicht. Natürlich. Ich fand es wieder unnötiger Kindergarten. Wie, als wenn sich zwei kleine Kinder streiten um einen Schokoriegel oder so. Ich wurde oft im Leben respektlos behandelt. Wegen meines Aussehens wurde ich beleidigt, gemobbt, ausgegrenzt. War nicht schön. Deswegen reagiere ich auch so. Ja. Die letzten Wochen waren für Franks Helden eine Achterbahn der Gefühle. Auf den letzten Metern zeigt sich, wer dem Druck tatsächlich standhalten kann. Also ich bin wie jeder andere hier ausgelaugt, kaputt. Die Füße tun weh. Man hat auch mal Kopfschmerzen. Und dann kommt sowas. Alles kommt noch mal hoch. Und dann ist menschlich. So kurz vor dem Finale will niemand rausfliegen. Doch Pia bewegt sich auf dünnem Eis. Ich habe ja auch meinen Stolz. Ich bin auch nur ein Mensch, weißt du? Ja, weißt du, wie oft ich schon meinen Stolz hier runtergeschluckt habe? Ich denke auch, ich könnte hier so durchmarschieren, so wie ich bin. Ja, aber das ist jetzt scheiße, einfach zum Finale hin, so, weißt du? Ja, klar habe ich Angst, rauszufliegen. Wie jeder andere auch. Während seine Helden die Küche aufräumen, macht sich Frank Rosin Gedanken. Wisst ihr was? Ich glaube, dass meine Helden immer noch nicht wissen, was die Stunde geschlagen hat. Es finden so unsachliche Diskussionen statt, dass ich mich frage, bleibt überhaupt irgendetwas haften?